Es gibt ein Zusammentreffen der österreichischen Bundesregierung mit der gesamten Europäischen Kommission, um unser Vorsitzprogramm vorzustellen, aber auch um uns abzustimmen, was die Herausforderungen des nächsten halben Jahres während des österreichischen Vorsitzes betrifft. Das ist nicht nur üblich, sondern auch notwendig, denn es wird ein intensives Jahr, ein intensives halbes Jahr mit vor allem natürlich der Herausforderung des Brexits, der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen in der Europäischen Union. Die außenpolitische Situation ist nicht einfach, wenn man an die Spannungen mit Russland, aber auch die Unberechenbarkeit in den USA denkt. Und darüber hinaus wollen wir als Österreich natürlich daran arbeiten, ein Europa zu schaffen, das schützt, also einen ordentlichen Außengrenzschutz zustande zu bringen. Da wollen wir einen Beitrag leisten und das alles wird heute mit der Kommission vorbesprochen. Sie haben ja im Vorfeld dieser Sitzung auch erneut Ihre Pläne für Einsparungen der EU vorgestellt, also Kommissionsverkleinerung und Ähnliches. Wie realistisch ist das denn? Also das ist derzeit noch schwierig einzuschätzen, aber es ist einmal wichtig, das Thema voranzutreiben. Ich glaube, dass es bei mehr und mehr in der Europäischen Union ein Bewusstsein dafür gibt, dass sich die Strukturen ändern müssen, dass die Europäische Union schlanker werden muss, dass wir ein Europa der Subsidiarität brauchen, also ein Fokus auf große Fragen, wo wir zusammenarbeiten müssen, aber gleichzeitig ein Europa, das sich in Themen zurücknimmt, wo Mitgliedstaaten alleine entscheiden können. Dieses Thema treiben wir und je mehr Verbündete es gibt, desto besser. Wenn der Präsident Macron und andere Veränderungen wollen, dann ist das, glaube ich, ein Punkt, wo wir ansetzen können. Zum Abschluss schon, es war ja gestern Wladimir Putin in Österreich, wurde sehr freundlich empfangen, hat sich auch sichtlich wohlgefühlt. Aber es schwebt ja immer noch die Frage der Sanktionen. Jetzt hat der Vizekanzler ja die Aufhebung von Sanktionen gefordert. Wie sehen Sie das? Weil in Teilen der EU wird das ja nicht unbedingt gutiert. Ja, die österreichische Position ist hier sehr klar. Wir wünschen uns natürlich ein Miteinander mit Russland und kein Gegeneinander. Wir wollen, dass die Spannungen zwischen Europa und Russland weniger werden und wir wieder in eine geordnete Beziehung eintreten können. Um das zustande zu bringen, braucht es vor allem Fortschritt in der Ostukraine. Das wäre wichtig und das kann natürlich auch Ausgangspunkt dafür sein, um schrittweise die Sanktionen zu beenden. Dass dort nach wie vor keine Bewegung stattfindet, das ist höchst unzufriedenstellend. Wir werden da weiter mit Nachdruck dahinter sein. Einerseits in unserem Interesse, Europa und Russland, zum anderen aber auch im Interesse der Menschen dort, die sich eins dringend wünschen, nämlich Frieden. Aber es wird keinen österreichischen Alleingang geben? Nein, die Sanktionen werden gemeinsam in Brüssel oder wurden gemeinsam in Brüssel beschlossen. Sie werden von allen Mitgliedstaaten mitgetragen, solange es keinen Fortschritt gibt. Aber wir gehören nicht jenen an, die mit dem Status quo zufrieden sind, sondern wir wollen eine positive Veränderung und dafür treten wir auch ein.